Ich grüße euch im Videopodcast der Zeitverbraucher. Ja, heute geht es um Mode, ja, eigentlich um Kleidung. Kleidung ganz allgemein, beziehungsweise den Erwerb von Kleidung. Ist euch mit Sicherheit auch schon mal passiert, dass ihr irgendwo in ein Geschäft gegangen seid, wolltet eine Badehose, Wanderschuhe, irgendwas, was vielleicht ein bisschen saisonabhängig ist, euch kaufen oder habt mal neu gebraucht, irgendwas Neues gebraucht und seid in ein Geschäft gegangen und es hieß dann, ja, nee, das ist gerade nicht die Saison oder da haben wir nichts mehr, da hätten sie vor Monat kommen müssen oder da habe ich gerade die letzte verkauft oder da haben wir nur noch die ganz großen Größen oder kleine Größen. Ist, glaube ich, jedem schon mal passiert. Mir im Speziellen passiert es regelmäßig und ich finde, diese Situationen werden immer extremer. Ich bin zum Beispiel, ich glaube, letztes Jahr war das, bin ich auf den absurden Gedanken gekommen, im Mai, also Anfang Sommer, Ende Frühjahr, Anfang Sommer, auf die Idee gekommen und wollte eine Badehose kaufen. Und da habe ich doch tatsächlich von der Verkäuferin dann die Antwort bekommen, ja nee, da sind sie zu spät, da haben wir nichts mehr da, im Mai. Wann soll ich die Badehose kaufen? Im Februar? Gut, fürs Hallenbad, okay, ja. Aber eigentlich gehe ich mal davon aus, dass in den Sommermonaten, Frühjahr, Sommermonaten, Mai, Juni, Juli, August, September, die Hauptsaison für Badehosen ist. Ja, nee, also die Verkäuferin sah das anders. Wäre nicht die Saison, hätte ich viel früher kommen müssen. Das Gleiche ist mir auch mit so Wander-Outdoor-Hosen, so diese dünnen, vielleicht nur mit dem Reißverschluss so teilbar, ist mir auch schon des Öfteren passiert, dass man zur Wanderzeit, also im Sommer auch, eigentlich keine Hosen mehr bekommt. Ja, ausverkauft, hätte ich auch im Frühjahr kommen müssen. Das Gleiche gilt dann auch für Winterjacken. Im November Winterjacken zu kaufen, ist auch teilweise unmöglich. Ich verstehe diese ganzen Nummern nicht. Warum verschiebt sich diese Verfügbarkeit der Kleidung immer weiter nach vorne? Ich habe als Kunde null Interesse dran, mehr ein Kleidungsstück in einer Jahreszeit zu kaufen, wo ich das Kleidungsstück nicht brauche. In der Regel ist es bei mir so, ich kaufe das dann, wenn ich es wirklich benötige. Und wenn ich es nicht benötige, denke ich da gar nicht dran. Aber die Modeindustrie scheint das irgendwie logistisch irgendwie anders zu sehen und vielleicht logistisch irgendwie da Vorteile oder Nachteile, wenn sie das dauerhaft anbieten, zu sehen. Und also ich verstehe es nicht. Ich finde es unmöglich. Es sollte sich langfristig, ich habe einmal gesagt, ja gut, wenn sie es dann immer wieder nach vorne verschiebt, dann ist es irgendwann wieder, passt es irgendwann wieder, dann bekomme ich vielleicht im Sommer mal wieder meine Badehose. Also ich finde das völlig sinnfrei und hoffe wirklich, dass sich da mal was tut, dass da der Verbraucher, der Endkunde, der wirklich das Kleidungsstück dann kaufen will, da auch mal so ein bisschen, ja, vielleicht mal ein bisschen probiert, Druck auf Geschäfte auszuüben. So nach dem Motto, ja gut, wenn ihr mir da nie was anbieten könnt für das, was ich gerade brauche, dann muss ich woanders hingehen, dann muss ich mir irgendwie einen anderen Laden suchen, dann komme ich halt nicht mehr. Das ist zwar eine kleine Erpressung, aber irgendwie, also dieser Zustand ist so unmöglich. Wobei, das ist ja nicht nur bei Kleidung. Wir hatten, ich glaube, das war letztes Jahr, hatten wir das Phänomen bei Christstollen. Also Christstollen ist ja so das klassische, ja, um die Weihnachtszeit, Adventszeit, Weihnachtszeit, um Weihnachten rum, da isst man gerne mal so ein Christstollen. Und wir waren irgendwo im Supermarkt und wollten noch für die Feiertage so, dass man für zwischendurch vielleicht mal zum Kaffee noch sowas da hat, wollten wir uns noch eine, zwei Christstollen kaufen. Das war am 22. Dezember, also kurz vor Weihnachten, mitten in der Adventszeit, eigentlich die Zeit für Christstollen. Ja, nee. Nee, da haben wir schon lange keine mehr, da hätten sie vor zwei Wochen kommen müssen. Sag ich, ja, aber es ist doch jetzt gerade die Zeit für... Nee, wir haben die ja schon seit Ende September und jetzt haben wir sie nicht mehr, weil jetzt ist ja vorbei. Nee, jetzt fängt es ja gerade erst richtig an. Nee, also
Die Christstollenzeit war vorbei. Mich hat es gewundert, dass er mir keine Osterhasen angeboten hat. Also das betrifft ja nicht nur die Kleidungsindustrie, sondern das ist ja wirklich durchgängig. Irgendwelche Saisonangebote verschieben sich immer mehr. Und das ist ein Trend, den ich... Nee, der geht gar nicht. Finde ich total bescheuert. Stehe ich da allein? Geht euch das auch so? Habt ihr ähnliche Erlebnisse oder kriegt ihr immer genau das, was ihr gerade braucht in der Saison? Vielleicht das bin ich ja auch, vielleicht ist es immer nur Zufall, dass mich das trifft. Mag ja auch sein. Ja, ich habe mir mal Gedanken gemacht, warum das so ist oder was da dahinter stecken könnte. Na ja, gut, mit Sicherheit eine Lagerhaltungsproblematik. Auch der Einkauf muss natürlich sehen, dass er möglichst effektiv bestellt und dann auf Lager hält. Das heißt, ich gehe mal von aus, wenn ich jetzt im Einkauf von einem Kleidungsgeschäft wäre, würde ich versuchen, genau so viel an dem einen Modell zu ordern und mir auch hinzulegen, wie ich auch sicher absetzen kann. Okay, dann kann ich irgendwie nachvollziehen, dass vielleicht die eine oder andere Standardgröße vielleicht ein bisschen zu schnell vergriffen ist. Aber sollte es nicht heutzutage möglich sein, das, ja, ich sag mal, in Kommission zu nehmen, zu geben, dass, wenn ich das bis dahin verkauft habe, dann gebe ich es zurück oder dann wird es irgendwo über einen anderen Weg vertrieben. Es kann doch nicht sein, dass es nur noch just in time produziert wird und sobald die Produktion dann fertig ist, beziehungsweise sobald ich da meine eine Bestellung, meine drei Hosen, die ich mir da jetzt hingelegt habe, verkauft sind, kann ich die nicht mehr anbieten? So kann der Markt doch langfristig nicht funktionieren. Zudem, dass ich ja auch bei Kleidung immer mehr den Onlinehandel habe und der immer stärker wird. Ich nutze Onlinehandel gern, aber bei Kleidung habe ich mit Onlinehandel immer noch ein Problem. Weil mir ist es eigentlich zuwider, 5 Größen zu bestellen und dann 4 und davon dann passt dann eine und 4 wieder zurückzuschicken. Das ist ein Aufwand, der weder wirtschaftlich noch ökologisch irgendwie sinnvoll ist. Also bei Kleidung habe ich beim Onlinehandel wirklich so ein bisschen noch Bauchschmerzen. Mache ich eigentlich nicht gerne. Aber viele Leute machen das und die Konkurrenz zu den normalen Offline-Läden im Internet ist wirklich riesengroß. Und da herrscht dieses Problem nicht so extrem, weil da wohl andere Lagerhaltungsmethoden möglich sind. Weiß ich nicht genau, aber so empfinde ich das, so erlebe ich das. Und von daher kann ich es noch weniger verstehen, dass dieser Trumpf bei den normalen Ladengeschäften, man kann es anprobieren, man hat mehrere Optionen, man hat Möglichkeiten, das auszuwählen, dass dieser Trumpf das Geschäft nicht ausgespielt wird und man sich da eigentlich wieder schlechter stellt wie der Onlinehandel. Ja, man weiß es nicht. Vielleicht müsste man da wirklich mal mit den Leuten, die da den Einkauf in so Läden machen, mal sprechen. Vielleicht gibt es da ja wirklich triftige Gründe für, warum diese Verschiebung, zeitliche Verschiebung da ist und diese künstliche Verknappung immer wieder vorkommt. Ja. Man weiß es nicht. Okay, ja, ich wünsche euch eine schöne Zeit und bis demnächst hier beim Zeitverbraucher. Servus.